Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern. Wenn alles gut geht, werden hier die alpinen und nordischen Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele und Paralympics 2018 stattfinden. Dafür setzen sich zwei Legenden ein, die hier zu Hause sind. Christian Neureuther und Rosi Mittermeier. Ja, heute ist ein besonderer Tag. 7. Juni. Da war doch irgendwas vor 30 Jahren. Was damals schon funktionierte, funktioniert heute noch. Mit einem BMW 2002 beeindruckte der junge Christian schon vor 30 Jahren seine Rosi. Sechs orange BMWs haben wir uns aus der Mannschaft gekauft. Und dann sind wir zu den Trainingskursen als die orange Macht angereist. Oh, mein Lieber, da sind die Mädel gesprungen, das sage ich dir. Das war ein Wahnsinn, das haben wir Mädchen ja gar nicht so begriffen. Aber zum Mitfahren war es natürlich schon schick. Und das ist es immer noch. Auf dem Weg von Garmisch-Partenkirchen nach München als Botschafter für die Winterspiele von 2018. Es wartet noch eine Menge Arbeit auf die beiden, denn Münchens Bewerbung für Olympia läuft auf Hochtouren. BMW unterstützt sie als nationaler Förderer. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Rosi Mittermeier und Christian Neureuther heute hier bei uns haben. Die beiden sind ja nun unsere Botschafter für die Olympischen und die Paralympischen Winterspiele 2018 hier in München. Setzen sich gewaltig dafür ein und wir hoffen natürlich, dass wir es gemeinsam schaffen werden, diese Winterspiele hier nach München zu holen. Vom Alpenvorland also in die BMW-Welt. Hier endet die Nostalgiefahrt. Auf die BMW-Wintersportbotschafter, die für ihr Olympia-Engagement mit einem BMW X5 und einem BMW X1 unterstützt werden, wartet die Zukunft. Es geht darum, dass man Menschen motiviert, dass wir wirklich dem Thema Umwelt einen ganz besonderen Fokus widmen. Insofern wäre es natürlich ein Traum, wenn München diese Spiele zu 18 bekäme. Der Erfüllung von Träumen geht harte Arbeit voraus. Keiner weiß das besser als das legendäre Skifahrerpaar. Damit die Olympische Fackel 2018 auch wirklich nach München kommt, dafür engagieren sich neben BMW auch Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel und die Stadtsparkasse München. So eine Bewerbung erfordert viel Geld. BMW hat es geprüft, hat sich entschieden, es zu tun, zu unterstützen. Und wir sind einfach dem Beispiel von BMW guten Gewissens gefolgt. Ich denke, es ist eine tolle Idee. Anfang Juli 2011 fällt die Entscheidung, ob München Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2018 wird. Vom Traum zur Wirklichkeit ist es nicht unbedingt weit. Mit Rosi Mittermeier und Christian Neureuther als BMW-Wintersportbotschafter rückt der Traum von Olympia 2018 jedenfalls zum Greifen nah.